Ja, Freunde, was geht ab? Hier ist Relit und willkommen zu einem neuen Video. Ja, meine Freunde. Ein paar Tage ist mal wieder her, dass ich ein Video rausgehauen habe. Ja, ich will jetzt nicht allzu lange wieder reden. Ich würde sagen, wir starten direkt mal und ja, und in der Zeit quatschen wir mal ein bisschen. Oder ich quatsche mal ein bisschen mit euch. Und ja, wir gehen mal direkt jetzt hier rein. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jeder Mann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Kodex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. So, akzeptieren wir mal. Eigentlich... wie soll ich sagen? Eigentlich wäre es gar nicht dazu gekommen, jetzt zum Video zu machen. Weil, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, dass ich bin ein bisschen erkältet. Krank und so. Aber ich mache es jetzt trotzdem hier. Ja. Sorry nochmal dafür, wenn, falls die... Weil ich irgendwie so ein bisschen komisch klinge während der Tonaufnahme. Ich hoffe, dass das jetzt die Tage weggeht. Und dann wird's schon wieder. Den Gegner mit allein als Ziel erfassen. Ich hab doch geschossen. Aber der muss es. Hä? Ich hab nur 3. Fuck, Alter. Weißt du was? Also ich kann da nicht rüber schießen. Fuck, Mann, ich hab nur 2 Schüsse. Ja, toll. Hast du wieder 6? Okay. Ja, man muss sparsam sein jetzt, ne? Ja, hä? Warum ist da keine, wie heißt das, Sensoranzeige oder sonst irgendwas oder so eine Optikanzeige?
Scheiß Mann. Der verschiebt sich die ganze Zeit, was ist das? Ja, da, wie soll ich denn schießen, Mann? Langsam macht es keinen Spaß mehr, was das. Also langsam geht der Geduldsfaden wieder weg. Stovian, wie immer. Ja. So, das war eine Kiste. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gerne. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst dir heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Marco Barbario und Dante. Okay, dann machen wir uns mal da auf den Weg. Aber meine Waren sind die extra Quattrini. Was gelässt sich für die Dauer? Das kann man jetzt irgendwann nicht. Gütern eine Abgabe fällig. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Attention an alle Händler, die mit Gewürzen. Heute treffen sich gerade der Dose und die Zehn, um einen Handlungsplan zu beschließen. Händler sollen zunächst jeden Handel in der Ägäis einstellen. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht.
Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen! Nun, Messer Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Oh weh, daran will ich nicht teilhaben! Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Laju, ah, verpisst euch, Mann. Ah, Junge. Scheiße, man, der tötet immer mehr, wenn ich vor. Oh Gott, mich fette Schlacht, Alter. Lass mich endlich. So, ich schlachte dich jetzt. Ja klar, ihr habt noch gefehlt, Mann. Ihr habt noch gefehlt. Gerne, dann schlachte ich euch auch gerne ab jetzt. Kommt her, kommt her. Was für ein Schabernack. Nee. Ja, toll. Wie euch ist er jetzt weg, Mann. So, weg, weg, weg. Mein Gott. Der schlitzt Frauen auf und das geht nicht. Oder ich schlitze dich auf! Zwing mich nicht noch mal zu töten! Wo ist der Mann? Ey, hallo, ich will zielen, Mann. Warum geht das nicht? Oh, Jesus! Scheiße. Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Zurück. Oder ich töte sie. Ich schwöre es. Es war nicht meine Schuld. Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Und noch mehr Blut wird deine Hände besudeln. Was bist du? Irgend so ein verdammter Wohltäter? Lass mich endlich. Lass mich Ja, Mann.
So. Dieser Mistkerl hat die Frauen einfach abgeschlachtet. Dafür habe ich ihn jetzt abgeschlachtet. So. Jetzt gehen wir mal zurück. Muss ich ja extra Superman für diese Frau da spielen. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche. Wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Solltet ihr einen Termin machen oder euren Füßen etwas Gutes tun, kommt zu Faccio. Er hat für jeden genau die richtigen Stiefel. Signori e Signore, kommt her, kommt her. Die Spiele des Karnevale sollen beginnen. Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Signori, Signori, dies mag die leichteste Herausforderung sein oder die schwerste. Ein Freunde. Spiel und Charisma und Charme. Kommt näher, kommt näher. Wer wird den Preis gewinnen? So, Freunde, das war's jetzt an dieser Stelle. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge genau hier, weil ich das Video jetzt nicht wieder zu lang halten will. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Video, genau. Ciao.